Hallo, ja, der Turnierclient ist gecrashed. Und damit herzlich willkommen zum letzten Match am Samstag. Der Bundesländer-Battle, Gruppenphase, irgendwie. Jetzt habe ich die Gruppe nicht updated. Ich glaube, es ist Gruppe B. Barbie3 gegen NRW2 und an meiner Seite ist David. Hallo, David. Hallo. Hallo. Und wie geht's dir? Mir geht's super. Mir auch. Und ich wurde definitiv nicht gezwungen, dieses Match zu kommentieren. Wurdest du nicht? Ich habe dich nicht Nee. gefragt. Ah. Okay, auf jeden Fall. Ja. BW3 war es, ne? BW3 Ja. gegen NRW2. Ja, ich glaube, WW3 war der letzte Seed in der Gruppe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Ich müsste das überprüfen. NRW2 hat ziemlich gut performt. Ja. Ich glaube, die haben auch schon zwei Siege. Nee, ich check das. Ich muss es mal checken. Nee, zwei Siege können die gar nicht haben. Challenge. BLB24. Gruppe B, da haben die aktuell. Ein Sieg, eine Niederlage. Bavü 3 hat allerdings auch schon zweimal gespielt, zwei Niederlagen. Das heißt, in diesem Match entscheidet sich schon so einiges. Ja, tatsächlich. Und Bayern muss in diese, muss in, ich weiß gar nicht, gegen wen Bayern in der Gruppe noch spielen muss. Irgendwie ist die Ansicht auf dem Handy miserabel. Da jetzt Matches. So, Bayern muss noch gegen Niedersachsen 2 spielen. Das heißt. Oh. Also am besten gewinnt Nordrhein-Westfalen 2 jetzt. Warum wird hier angezeigt, also auf dem Refsheet steht eindeutig NRW2, aber in meinem Tourney-Client wird angezeigt, dass es NRW1 ist. Na gut. Sorry. Wahrscheinlich, weil der Lobbyname sehr lang ist. Baden-Württemberg 3 in Nordrhein-Westfalen 2. Moment, lass mich mal diese Challenge suchen. Ja, also Bayern hat schon zweimal gespielt, zweimal gewonnen. NRW 2 hat zweimal gespielt, einmal gewonnen, geht das gleiche wie Niedersachsen. Aber beide haben halt auch gegen. Okay. Nee, haben die gar nicht. Gegen wen hat. Also, Oh. gerade sieht es so aus, als könnte NRW aus der Gruppe rauskommen. Ja, müssen sie Selbst wenn gewinnen. sie jetzt, selbst wenn sie jetzt Match verlieren, Na. glaube ich, schaffen sie es, glaube ich, immer noch? Oder eher Es nicht? müsste eigentlich. Jetzt, warum sehe ich hier nur. Ah, da jetzt. Ja, sind noch zwei Matches. Okay, Niedersachsen 2 gegen Bayern. Wir gehen mal davon aus, dass Bayern das Match gewinnen wird. Sage ich mal so. Hat Bayern drei Siege. Niedersachsen 2 hat zwei Niederlagen. Ja, also eigentlich. Das wäre eigentlich relativ Wenn safe, oder? NRW 2 hier gewinnt, ist die Gruppe durch. Je nachdem. Kein Ingame-Sound, habe ich das noch nicht umgestellt. Ja, das ist immer die Scheiße, wenn ich den Client neu Ich starten muss. denke mal, für NRW ist es safe, dass sie weiterkommen. Wenn sie jetzt nicht komplett reinscheißen. Da ist Ingame-Sound. Ja, sollte okay sein. Bavi3 ist ja eine Gruppe auch, in Anführungszeichen, nur Seed 4. Dafür, dass sie eigentlich ein recht solides Roster haben, vor allem Early Game. Aber sie haben, ja, schwere Gruppe. Niedersachsen 2 hat jetzt auch ein ziemlich gutes Early Game Roster. Und dann hast du halt NRW2. Die dich in Raw Skill übertrumpfen und Bayern in der Gruppe, die zu den Favoriten dieses Jahr zählen. Kannst du nichts Also gemacht. BW3 hat auf Papier eigentlich ein ziemlich solides Roster. Du Ja. hast Young, TPLC, Box etc. pp. In welchem 45 Millionen TPLC eigentlich? Das muss mir noch mal jemand erklären. Ich glaube, letztes Jahr war ja am C-Team. Und dieses Jahr? Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Das weiß ich eigentlich nicht mehr. Das heißt aber bestimmt jemand im Chat. Oh, er ist im B-Team diesmal. Oh, okay. Mit Box, also Box und Young TPLC sind beide im B-Team. Vier Minuten Warm-up. Oh. Ja, aber gucken. Das letzte NRW2-Match war ja ein bisschen lang. Mal gucken, ob das ein bisschen kürzer wird. Der dann 26 Minuten spielt. Ein gewisser Fußballverein, den ich gerne sehen würde. Ah, okay. Baden-Württemberg 3 hat 2, nee. Ja, 2 Spieler. Cool.
Nee, in der W2 so hat auch einen, oder? In der W2 hat doch, in der W2 hat auch Christian, der ist im A-Team, oder? Und also, Bingo. Bingo ist auch in einem Roster, oder? Keine Ahnung. Ich bin mir auch unsicher. Ich weiß nur, dass Psycho im C-Team ist. Im C-Team ist, ja. Also dieses Match, das strotzen so vor 5 WC-Spielern. Ich habe nur so ein paar Geschichten von 5 WC, die ist sehr gut. Das scheint ganz komisch alles zu sein. Ja. Denkt an die Channel-Punkte-Vorhersage. Wo sind eigentlich gerade alle Zuschauer? In einem Match hatten wir über 50. Was liegt an dir, David? Was? Sorry. Ja. Alle am Schalke gucken, oder Fußball gucken. Ist ja gerade Bayern gegen Leipzig, das muss ich mir auch kurz aufmachen. Guter Punkt eigentlich. So, erstes Warm-up ist vorbei. Ich weiß nicht, von wem das war. Ich könnte mal nachgucken kurz. Das war das Warm-up von. Ja, komm, gib mir das Ergebnis. Von MP Host. Hä? Kokoban. Also der W2. Ah. Oh, Barbys gibt. Ja. Okay. Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. So, und NFB entscheidet sich so viel wie so viele andere Teams für Second Ban. Ja, mal schauen. NRW2 wird wie immer über Mechanics kommen. Wer den Screenshot nicht gesehen hat, also ja. GangTPLC hat hier gerade in den Lobby-Chat einen Screenshot reingeschickt, wo er die Nomad 5 mit 85% Eck 1500 Combo geholt hat. Also fast FC'd hat. Macht dann 580.000 Punkte als Ergebnis. Das ist schon. Ja. Ja. Irgendwer meinte dann, ja, der macht mehr Score mit 10% weniger Eck als ich. So, erster Band für Barbie 3. Vielleicht wird es ja eine von den Tapping Maps, Mechanics Maps. Und irgendjemand muss dann noch in Barbie 3 die Channel-Punkte stecken. Beliebt mal ein bisschen. Hi. Ja, da ist die Stream-App. Eine Banger-Map ist schon weg. Aufheben haben wir echt nicht oft gesehen. Da war das so eine Banger-Map, so ein Banger-Song. Bei Understandable. Denen fehlt die Gimmick-Spieler. Na, Hard Rock ist keine Gimmick-Map. Hard Rock ist eine reine Stream-Map mit Hard Rock. Ja, ja. Hidden 2 wiederum. Die haben Hidden 2 gebannt, meinte ich. Ah ja, okay, ja, Hidden 2, ja. Weiß nicht, ich glaub, hier hätte man. Ja. Tapping Map wieder raus von Mavi 3. Diesmal in Form von DT3. Ja, ich glaube, als NRW2 kann man einfach DT2 Nomad 5 rotieren. Nomad 3 bannen. Schade. Kein Süße. Mavi 3 hat First Pick ausgewählt. Hoffentlich haben sie da was sie, wo sie sicher sind. Oder irgendeine Marschroute, mit denen die sich auf die sie sich geeinigt haben vor dem Match. Beispielsweise sind beide Freemods offen. Sehr interessant. Odo wurde sehr oft letzte Woche gebannt. Diese Woche schon zweimal gesehen. Heute einmal, gestern einmal. Oder heute sogar zweimal. Ich weiß es gar nicht. Muss ich mir angucken. 4 Matches sind schon zu viel für einen Tag. Wenn Freemod 2 gebannt wird. Oh, das wird gepickt! Ach, das wird gepickt? Okay, ja, das ist schön. Gut. So, YoungTPLC. Oh, ist wieder meine Maus. Ja, meine Maus. Genau. YoungTPLC hat diese Map letztens mit Easy gespielt. Mal schauen, ob ihn irgendjemand herausfordern will oder so. Easy bringt aber nur einen 1,5er Multiplayer und zählt nicht als Hidden-Ersatz. Das ist der Nachteil, wenn man Easy spielt. Ja, schon echt. Also, wenn jemand Easy geht, dann muss das schon ein Guaranteed FC sein. Ja, ja, er hat auch FC beim letzten Mal. Diese Map, also zum vielleicht zu anderen Freemods ist diese Map sogar machbar mit Easy. Ja, ich denke mal, YoungTPLC geht mit Easy.
Box mit Hardrock wahrscheinlich. Ja. Und mit Graf Stolberg, keine Ahnung. Mit Zweier-Team habe ich auch schon öfters gespielt, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Mod-Kombination erinnern. Remu kann die auf jeden Fall Hardrock, Kukuman aber auch. Aber einen müssen sie auch hinten schicken, das wird in dem Fall wohl Christian sein. Oder ich glaube, komplett scheiße. Aber ich bin froh, dass wir die Map mal wieder sehen. Ne, wobei, wir hatten die heute schon mal. Aber Japanese Goblin hört man nicht oft genug. No Budget Mosa kommt rein. Vielleicht für Hard Rock. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die schalten sich über die Mods. Hidden muss auch nicht sein. Genau, einmal Hidden und einmal Hard Rock. Und natürlich, wer kann machen, was er will. Den Hardrock ist erlaubt, aber nicht als Hardrock-Ersatz. Und es geht rein. Wir sehen Doppel-Hardrock für NRW. Young TPLC mit Easy, Low-Budget-Mosa mit Hardrock und Kraftstoffberg mit Hidden. So schöne Farben. So habe ich es auch erwartet und Young TPLC ist am Anfang, aber das ist egal. Ja, wenn Young TPLC die Map sehr gut kann, dann ist das eigentlich nur der Konter gegen einen Doppel-Hardrock. Also, er sollte safe sein, wenn er die Map memorized hat. Ich glaube, er fehlt auch schon. Man muss halt ein bisschen hoffen, dass Remy und Kokoma mit Hardrock ein bisschen strugglen. Oh, ist das die Mira im Chat? Hallo? Oh, den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube, das ist die eine Easy-Spielerin, die richtig gut ist. So, ich habe einmal nach links geguckt. Remy und Kokoman kein FC mehr. Nur noch Christian mit Hidden für den NRW. Weil die Zahlen, die fällt, sind ein bisschen falsch. Young TPLC hat 1,5 mehr Score. Ah, ich wusste, dass du es bist. Egal, bekommen. Also technisch gesehen hat Young TPLC schon 130.000 Punkte jetzt gleich. Also ich hoffe, dass Young TPLC den Rest erzielt. Ja, Graf Stolberg, der tut sich schwer, aber Christian hat auch gebreakt, damit kein FC mehr für NRW. Ja. Robert hat auch noch Early Break. Ich glaube für Graf Stolberg ist ihm. Ich glaube ihm ist die Map zu dance. Ja, man muss leider, es sage ich nicht gerne, aber es ist gerade wegen Graf Stolberg. Noch führt NRW 2 auch mit dem Easy Bonus. Der ja 50% mehr Score, also so etwa 60k mehr. Jetzt gerade. Aber es geht langsam rüber, weil Kombos echt hoch sind, weil Bubble und Low Budget Mosa breakt. Trade aber mit Kokoban. Jetzt hat keiner wirklich Combo außer Young TPLC. Das ist. Der hier das ganz gemütlich readet. Und er breakt. Das ist fatal. Das ist traurig. Also 90. Also jetzt führt Barbie 2 gerade. Jetzt nicht mehr. Ah. 90k mehr Score für Young TPLC und das holt die Lead nicht rüber. Das sind so 10.000 Punkte mehr gerade für NRW 2. Backup ist aber auch nicht so groß. Graf Stolbeck hat das erste Mal Backup. 300 Combo erreicht jetzt 200k. Nee, die Score ist echt nicht hoch für beide Teams. Beide Teams am Struggeln. Werden knapp noch über die 1-Million-Marke kommen. Ja, der Mist von Young TPLC war schon echt unlucky. Jetzt ist, wir es nicht holen können. Ja, 110k Bonus-Score reicht nicht.
Ah, da verliert Stolberg seine Combo. Kokoban und Remy haben jetzt noch aufgeholt am Ende. Leider kein Backup mehr für Babu 3 und damit geht die erste Map. Geht als Breakpoint an NRW 2. Ja. Da muss Seraph nicht mal nachrechnen. Das sah lange Zeit nicht so aus. Remy hat lang gestruggelt. Kokoban. Irgendwie hat sich das so angefühlt, als hätte Remy. Nee. Lag wahrscheinlich noch am Anfang. Boah. Robert muss auch am Ende weniger Score als Remy und Kokoban, glaube ich. Ja. Runde 500k. Ja. Boah, ich dachte, Young TBC hat irgendwie mehr Kombo gehabt. Ja, der hat relativ in der Hälfte der Map gebreakt. Leider. Na gut, 1-0 und Pick für NRW 2. Wird es eine Mechanics-Map? Höchstwahrscheinlich. Ob es Nomad 5 oder DT2 wird, ist wohl offen. Vom Song her ist DT2 die beste Wahl. So, da ist der Timer, genau. Ich hätte mir gesagt, wir müssen Timer stellen diesmal. Nomad 2. Nur keine Speedmap, gell? Okay. Ah. Ich hab mir schon gedacht, dass dieser Pick kommen wird. Ich dachte, wenn er kommt, dann als dritter Pick. Oh, okay. Das ist schon ein guter Mechanic-Pick. Ja, Streamspieler hat man auf jeden Fall genug auf Seiten von NRW 2, vor allem Remu. Der als Streamspieler bekannt ist. Boah, also, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, die Map. Wenn man ein Streamspieler ist, dann wird man auch relativ gut klarkommen mit der. Außer man ist Skillcapped. Ja, bin auf nächste Stage gespannt. Wenn sich bis in 2 Stunden keiner mehr bei mir meldet, dann ist das Mappool. Digga, meine Maus disconnected ständig. Dann ist das Mappool Showcase für Quarterfinals morgen so ab 20.30 Uhr. Mehr Informationen morgen. Ich glaube, BW3 holt sich jetzt Zero Forsaken an, weil er ist ja bekannt als Streamspieler. Stimmt. Gut, dass du da die Spieler ein bisschen besser kennst als ich. Ich bin Reading-Spieler schon mal gewesen. Boah. Christian bleibt drin. Roster scheint sich nicht zu ändern für NRW2. Gesundheit, David. Ich hab nicht genießt. David, aber danke. Wir haben 4 Spieler. Ach, scheiße, das scheinen Spieler zu fehlen heute. Ach, low budget. Ach, wo ist denn Zero Forsaken? Tot. Verdammt. Na gut, locker fun. Twilight of the Thunder God. Ach, er wurde zum Bowling eingeladen. Okay. Das habe ich auch. Das habe ich auch von irgendeinem anderen Team gehört. Komm, ist fair. Nee, Real Life überbewertet. Also, ich finde, er hätte schon die Map geklatscht, glaube ich. Aber egal. Ja, gleich Schalke, deshalb hoffe ich, dass die mal so schnell wie möglich dieses Match beenden. Digga, deshalb habe ich auch so insgeheim auf die T-Tips gehofft. Deshalb hoffst du auf einen Sweep oder wie? Wow, biased. Ja, ich muss gleich den Anfang auf Sky Go gucken. Mit so einer Minute Delay. Und nach dem Match setze ich mich dann zu meinem Vater ins Wohnzimmer oder so.
Aber so tief habe ich jetzt nicht gerechnet. Auf jeden Fall müsste sie gewinnen. Oh. Bayern führt. Young TPLC, denkst du, wenn ihr verliert, dass du Replays machen kannst für Quarterfinals? Schwach für einen Freund. Angenommen. Okay, nice. Uns fehlen eigentlich nur noch 5 Snaps. Ich vouche für Fox als Replayer. Oh, Kokoban und Lobatomus hat echt viel gebreakt. Hast schon Chain Miss. Ja. Kokoban auch mit nur 92 Eck. Boah. Vibes auf beiden Seiten. Ne? Gut, bei Remu. Alles im Lot. Christian auch noch am FC mit sehr guter Eck. 98,5. Matched. Ja, aber liegt er sich so zwischen Box und Graf Stolberg. BW hat noch eine Chance. Jetzt hier anzuholen. An sich zu holen. Ja, das ist gerade so ein bisschen Battle zwischen Kokoban und Low Budget Moser. Oh, es geht hin und her. Echt. Und Kokoban auf Graf Stolberg breakt auf. Das war ein weiterer FC. Das war ein Trade. Oh, der geht besser aus für NRW 2, wenn auch nur leicht. Aber ja, die haben noch 2 FCs. Low Budget Moses Supporting Combo. Aber kann die Eck von Kokoban nicht unvorteilhaft werden? Ja. Für NRW? Aber solange die 2 FCs haben, ist alles okay. Außer Kokoban Break noch mehr. Denn Low Budget Moses hat, wie gesagt, schon Backup 700 Combo. Dank. Der Backup von NRW ist schon echt strong, besonders mit dieser Eck. Also jetzt schon fast 100k Punkte. Na. Ja, letzter FC weg. Nicht mal im Stream. Ich glaube, es hat sich getan. Ah, und da oversweept er noch. Okay. Das sind auch deine FCs. Oh, okay. Ja, zu spät. Okay. Keine FCs mehr. Und selbst, ja, selbst wenn. Graf Stolberg ist der höchste mit 800, 900. Kokoban aber auch gut recovered. Die Ecke ignorieren wir mal. Am Ende fehlt bei manchen Spielern die Stamina. Ja, wir haben schon gehört, bei Barbie 3 fehlen so ein paar Spieler. Yep. Ja, Remy hat lang genug gehalten, Christian auch, Kokoban gut recovered. Aber es hat gereicht. Ja, es hat gereicht für NRW. Zweiter Punkt. Und es war nur ein Sliderbreak von Remy. Es kracht wirklich. Kracht. So, laut Young TPLC müsste Baden-Württemberg jetzt alle 5 Maps gewinnen, um auch irgendwie aus Groups rauszukommen. Ich vertraue dem da mal. Man kann ja auch mit nur einem Sieg aus Groups rauskommen. So, das könnte BW jetzt picken. Ja, alles was kein Mechanics ist wahrscheinlich. Höchstens noch Nord 1. Ich meine, ja, die Gimmick, also die Low AR Picks waren ziemlich close. Aber die sind ja jetzt auch gebannt. Ja. Maybe, ich weiß auch nicht, wer jetzt von dem Roster genau fehlt. Vielleicht würde Nord 7 funktionieren. Aber vielleicht ist das zu anspruchsvoll für BW3. Wohin geht's eigentlich mit Time Ring? Stimmt, Mercy. Aber ist ja nicht NRW2. Harry Kane ist der Beste des Jahrtausends. Hallo Dion. So ein schönes Teuer. Man hat alles gehört. Sag nochmal Dion, du bist gerade in den Streamer gegangen und hat nichts gehört.
Kane ist absolut der geilste des Jahrtausends. Und wie geht's dir sonst so? Jetzt gut. Bis vor 5 Minuten noch nicht, aber jetzt gut. Na gut, ich picken hier den 3. Oh. Oh was, ja! Was ist deine Meinung zu Archive Dion? Ist das ein Anime? Okay, perfekt. Du bist so based. Nee, sag's nicht. Ich weiß, was das ist. Oh, fuck. Nein. Das ist irgendein Game, oder? Das ist doch nee, alles gut. Anime-Game. Du weißt schon genug. Du musst nicht mehr wissen. Das ist ein Anime-Game, das ist scheiße. Spiel das nicht, Jan. Ey, Anton, ich hab schlechte Nachrichten für dich. Ich werde ein Anime-Spiel spielen. Wo ist eigentlich Miaoboy? Oh, ich kann ja ein TPLC cursen. Sehr gut. Sachsen, das spielt ja ein Team Sachsen. Sehr gut. Aber wo ist der im Chat? Anton, ich glaube, dein Nummer 5 V-Player wurde gesniped. Ja, jemand hat die FC. Ja. I hate this map. Ja, jetzt müssen sie das Spiel mal gucken. Wir sehen Psycho Bingo das erste Mal. Okay. Barbie 3 hat heute auch nur 4 Spieler laut Young TPLC. Ach, oh. Andere ist Bowen gegangen. Ja. Oh mein Gott, in 3 Minuten ist es soweit, Paul. Ja, ich hab schon an. Sicherlich kann das nur gegen Magdeburg gewinnen werden. Surely. Die sind überhaupt nicht in Form gerade, die Magdeburger. Low Budget Moser muss auch wieder spielen. Jetzt ist es Graf Stolberg. Mit Young TPLC. Eine DM auf Discord. Von. Oh. Alke ist nie in Form. Danke, Dion. Ja. War das letzte Mal, dass sie in Form waren? Wer dich gesnappt hat, ich mach das Replay gleich drauf. Als Raoul zu Bayer, zu Schalke gegangen. Nee, warte, Magdeburg ist auch voll in Form, das wollte ich damit sagen. Und Schalke ist, die gewinnen so ein Heimspiel und verlieren dann auswärts so richtig eindeutig. Okay. Das ist so gerade die Streak. Boah, jetzt machen die noch eine Choreo. Die denken dann immer, die sind so cool wie Schalke, wenn die eine Choreo gegen uns machen. Oh, Low Budget Moser, Young TPLC und Graf Stolberg. Interessantes Roster. Psycho Young TPLC und Young TPLC Breaked. Ja. Psycho und Young TPLC Breaking. Ja. Low Budget Moser und Graf Stolberg bloß nicht breaken jetzt an dem Stream. Sag ich nochmal, weil das ist okay. Das ist besser für NRW2, die noch 2 FCs haben. Ja, das stimmt. Kann man ziemlich einfach breaken. Ich glaube, breaken, was auch immer. Low Budget Moser nicht auf den Stream breaken. Na, break. Oh, letzte Note, damit noch Kokoba mit FC. Ja, die Map ist wirklich. Ja, das ist over. Die Map ist wirklich gefühlt an, die, wenn man das Skills ja nicht kann. Ja, Young TPC hat Combo. Ja, das ist nur Kokoba gegen Young TPC und Graf Stolberg. Das wird rübergehen. Wenn er jetzt nicht dumm misst. Auf der Map kann man überall dumm breaken. Das ist lieber halt nicht im Slowpart breaken jetzt. Man braucht so absolute Tech-Hit und Consistency. Die Map hat sogar weniger Star-Rating als Nummer 2. Und Kokoba Break! Das ist wichtig für DB. Muss aber noch ein bisschen halten. Das wäre echt schade für Graf Stolberg, wirklich. Oh, Graf Stolberg hat auch Combo. Jetzt steckt schon die Slider über einen. Oh, Nova Moser breakt. Ja, Young TPLC sollte am besten nochmal breaken, sonst war es das. Der Stream und die relevanten Moser. Und das ist over. Das ist Psycho Break auch ganz gut. Eindeutig. Selbst wenn Young TPLC jetzt breakt, das würde keinen Unterschied machen. Nee, ein Punkt für Barbie 3. Cool. Scheiße, jetzt muss ich länger kommentieren. Hoffentlich nicht der Einzige. Boah, ich dachte gerade, hier hätten Oli-Fans als Rico-Sponsor. Oh. Okay. Kennst du Blue Archive? 700k für Young TPLC, stark. Auch 600k für Graf Stolberg.
Und der erste blaue Archiv. Topscore für NRW 2 ist 490k. Oh. Na, guter Pick. Sehr eindeutig am Ende. Ja. Ja, aber auch bei NRW 2 erwartet man nicht, dass sie auf so einer Map performen. Sehr guter Pick. Dion, wusstest du, dass wenn der Lobbyname zu lang ist, dass der einfach Namen abschneidet? Ja. Das sehe ich gerade hier, Baden-Württemberg 3 und bei mir hinten nur Nordrhein-Westfalen. Ja. Das ist voll komisch. Ja, deswegen ist es auch gut, das Hazel-Overlay zu haben. Ja, ich bin die ganze Zeit verwirrt. Ja, da ist der DT2-Pick. Was eine Überraschung. Gar nicht lang geschnackt. Banger. Banger. Was, Young TPC geht raus? Ja, reinkommen. Ja, wer kommt denn rein für Young TPC? Hm. Ja, die hat auf jeden Fall noch Box. Box. Ja, noch stimmt. Da. Box ist auch gut. Stimmt, die und die warst nicht da. Young TPC hat ganz am Anfang einen Screenshot gepostet, wo er Nummer 5 mit 85% Eckpass erzählt hätte. Ja, das kann der. Gut. Gold. Mein Gold. Der ist aber auch gut zum Cursen da. Kann man schon sagen. Also an dem kann man gut Cursen üben. Hm. Box kommt rein. Ja, mal gucken, ob es wieder Low Budget Moser wird. Young Budget Moser. Boah. Young Budget TPLC. Das geht hart. Das geht hart. Alter, schon Ecke für Schalke. Brauchen aber. NRW 2 pickt so innerhalb von 10 Sekunden. Und die brauchen erstmal Jaromir Roster zu holen. Man. Ja, also wir wissen zumindest bei Zero Forsaken, dass er nicht da ist. Er wurde ins Real Life entlassen. Oh, er wurde ins Bowlen entlassen mit seinem Freund. Ja, GPC DT2, bitte. Wen gibt's denn noch bei denen? Ah ja, oh. Flohmuffeln, okay. Jetzt bin ich gespannt. Aber der hat die letzten paar Tage ein bisschen Speed geübt, ein bisschen Tapping, also. Das schafft er schon. Sieht super aus, tausend Dank. Wenn ich nicht wäre und die Cursen. Den check ich. Ey, Young TPC, sag mal den Leuten, dass ihr schneller das Roster machen sollt und nicht vorher die Map üben sollt. NRW 2 wird sonst echt stinkig. Ja und? Tja. Ja, wenn die davon schon Mäntel gehen, komm. Ah, dann. Ich verstehe schon, die kommen so direkt mit. Die warten so also 120 Sekunden. Los, unser Main Course. Am Timer können die eh nichts ändern, daran auch nicht, also sollten die sich nicht davon überkriegen. Ab sofort machen wir 10 Sekunden. Das ist halt wirklich. Wer sich da voll Mäntel abusen lässt, ist auch, also weiß ich nicht. Hat ab sofort Kack-Mäntel. Hat die Krosse gerade 24 Stunden geöffnet. Was? Das ist absolut unfair. Low Budget Moser am Anfang schon gebreakt, aber Graf, Stolberg und Box halten noch. Aber Eckdrops auf der Seite auf jeden Fall. Box nur mit 91er Eck. Rechts mit 98 werden die jetzt auch alle gehalten. Ich weiß nur, dass Kokoban letztes Mal immer geschitmist hat. Psycho Braked. Aber allein wegen Accuracy wird das Score nicht rübergehen. Low Budget Moser Break nochmal. Psycho nochmal, kein FC mehr. 2 FCs gegen 2 FCs. Aber da die Supporting Combos nicht aufgebaut werden können, ist die Lead auf jeden Fall bei NRW 2. Allein schon Eggwise. Das Box. Ist wirklich krank, Boxbreak, oh, und das Box, wird gar nicht hell. Aber er hat schon 300k geholt. Aber der wird jetzt nicht mehr viel holen wegen 88er Egg. Graf Stolberg ist aber noch da. Sollten rechts Christian und Kokoban breaken, Fuggis. Ist es noch machbar. Aber Christian hat letztes Mal erzählt. Sollte es, wird es wirklich passieren. Christian, oh, er Christian, bringt, sorry, es tut, wichtig. Christian, es tut mir wirklich leid. Das ja, ist sehr wichtig jetzt. Für aber Kokoban ist noch da. Kokoban gegen Graf Stolberg, aber so ist es auch nicht mehr machbar. Die Egg ist einfach Stolberg ist okay. Also ich wollte sagen, die Egg von Kokoban ist auch super. Ist auch nicht aufholbar.
Ja, eindeutig. Ja, Kokoban. Kurz davor die DT 2 zu F10. Starker cool. FC. Geil. Kokoban. Mach mal Timer 100. Mach mal. Du willst nicht Fußball schauen? Mach ich. Dann sei mal leise lieber. Warum bist du so? Nein, ich dachte, du hast mir geschrieben, Dion. Ich kann dabei das so ein bisschen machen. Ach so. Gott, wenn ich das schon wieder sehe. Die spielen, die dürfen Handball vom Strafraum spielen, gefühlt. Magdeburg ist ein Acker. Handballstadion. Hm. Na gut, Barbie-Pick. Oh ja, damit ist auch Barbie 3 raus, rechnerisch. Oh, wie hat Young TPLC gesagt, dass sie mindestens 5-2 gewinnen müssen. Alles ist sauber. Dann ist der eine Pick wichtig für sie. Ja, jetzt ist schon vorbei. NRW hätte maximal 2 Punkte holen dürfen. NRW 2. Digga, das verwirrt mich so sehr. Nummer 5. Oh, aber Baden ist halt der Anti-EPLC-Speed. Okay. NRW, ja. Das ist... Ja. Oh, er ist reingefallen. Oh, der Ref ist mal wieder absolut schlecht. Er ist reingefallen. Scheiße, er wurde geprankt. Im großen Maße. Warum pranken die... Kokoband? Der arme Junge. Er wurde so geprankt. Bei Kokoban ging aus Versehen der Gomme-Mode an. Ja, nach das aus Instinkt, Alter, lass Nomad 5 picken. Kann Bafel 3 nicht einfach Nomad 5 picken? Kokoban hat für BW gepickt. Na gut, aber wem war nicht klar, dass NRW 2 gleich School Disco Dissociation picken wird? Ich? Mir? Dir? Das war, okay, halt Small, das war auf jeden Fall klar. Okay. Komm, jetzt picken sie wirklich Nomad 5. Kannst du es bitte weiter ausführen, warum? Ja, weil die... Features, da das, jetzt ah, so jetzt verstehe ich's. Okay, danke. Fuck. Remote 1. Ja. Oh, da kann man auch gut cursen. Ja, du sagst einfach so für den schweren Parts. Oh mein, da wird jetzt müssen, dann müsste er. Oh mein Gott, er hat einen schweren Part. Ich weiß nicht mal, wo da die schweren Parts sind. Ach, hier. Jetzt hab ich's gesagt. Oh. Das sind so Nomad 6 ähnliche Stellen. Das ist eine Mothmap, man kann überall Slider raten. Digga, wirklich. Unsere eigene Verteidigung wird so unter Druck gesetzt. Nee, es geht mal nicht. Du kannst aber, du kannst gleich einfach, so aus Spaß, einfach, wenn jemand vorbei ist, schon Nomad 5 reinmachen. LOL. LOL, so richtig goofy. Boah. LOL. LOL. Wie seid so komisch? Schluck Energy. Ich hoffe, dir kippt der Energy um. Das hoffe ich nicht, Paul. Ich hoffe nur, Schalke verliert. Ich glaube, ihr kippt um. Okay. Oh. Oh. Okay, also Graf Stolberg, Permalobbys, BBW. Wer wird welche Mods spielen?
WW, what the fuck? Triple FC noch von Barbie 3 auch nach der Story. Ja, das ist crazy. Oh, Grafsteuerberg. Ah, okay, das ist auch ein heutiger Part. Die Modifizier alles sind gut. Da. Und Bingo Breakt hier. Oh, das ist nicht gut. Aber wenn Yankee PC und Low Budget Mosa jetzt breaken, ist es noch machbar. Die haben nur 94er Eck. Bingo hat leider keine Kombo mit seiner 96er. Das ist jetzt sehr, sehr unlucky. Oh, und das war's. Das war's jetzt wirklich. Das war's. Alter, das ist echt schön von DW. Und Mosa, große Probleme, Psycho auch. Miss. Young TPLC mit dem einzigen FC der Lobby. Young TPLC hat hier in diesem Match gezeigt, dass wir ein Arschspieler ist. Ja, das soll man jetzt missen, sonst ist meine Prediction falsch. Oh, wow. Oh. Und da, oh, ist da breakt er, da breakt er bei den Slayer. Okay. Naja. Kein FC in der Lobby. Kann man nicht mehr überbieten. Das ist eindeutiger klar. Sieger auch über Barbie 3 auf der Map. 500k ist viel. Sehr, sehr schön, das Score von Young TPLC. Allgemein bessere Team-Performance. Bin echt überrascht, weil den Parts, wo sie nicht gebildet haben. So, wie schnell werden sie Nomad 5 schreiben? Alle so passiv, joke-aggressiv, da ist Nomad 5. Hat echt lang gebraucht. Für ganze 15 Sekunden. Aua. Digga, da bleibt der Schiri nicht. Ja, für Miss Narissi. Boah, ich dachte, Anton für Miss Narissi. This cannot continue. Sagt ihr was oder ist mein Discord tot? Ja. Oh, okay, er hat nichts gesagt. Mann, sag doch nichts, David! Was machst du denn? Danke, Scheiße. David. Ich hab verarscht. Alle gucken gerade Schalke, deshalb ist eben keiner oder so. Spaß. Ach, wenn Young TPLC spielt, brauche ich gar nicht seinen Namen sagen. Oh, Young TPLC wird 85% FC machen. Bitte. Das wäre schön. Hallo Foxy. Herzlich willkommen. Hallo. Good luck, oh, das war wahrscheinlich die schnellste Map Transition bis jetzt. Digga, der schießt ihm auf die Hand. Okay. Oh mein Gott, Cube Edeka mit dir war so geil. Alter. Wo Box? Boah. Im Chat. Ich glaube, die gehen echt jetzt. Also, die legen alle ihre Hoffnung mit 85 Eck FC von Young TPLC. Wo waren schon mal keine FC?
Bavü 3, die tinten genauso wie Schalke gleich. Ja, das könnte wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich wieder so eine gleiche Situation wie bei DG2, vom Skillset aus sehr ähnlich. Baden-Württemberg 3. Ja, wird, hat auch jetzt schon weniger Accuracy insgesamt. Und liegt deshalb auch mit Kombo. Das Ding ist halt auch, wenn Young TPLC Break macht, er halt so gut wie keinen Score. Oh. Upsi. Er wird so gut wie keinen Score machen. Oh. Noch ein FC von Babys Seite. Ja. Aber gerade Stolberg ist noch da, Jungs. NRW hat echt gut. Gute Combo und Eck. Also wenn Christian, Kokoban und Psycho jetzt noch breaken. Hälfte Map ist um, die könnten alle Scorgag werden. Leider führt Magdeburg auch 1-0. So wie ich es vorher gesagt habe. Aha. Habe ich es gerade wirklich predicted? Geisteskrank. Holy shit. Bin voll gut. Oh. Einige Breaks. Doku waren offensichtlich nur mit den Early Breaks. So. Oh. Und Christian! Egg. Wow. Okay, von der Babys-Seite. Ja. So, das 4-2. Zu kopfig für NRW. Auch klar. True. Young TPC hat besser Eck als auf seinem FC gerade. Oder fast FC. Aber auch 180.000 weniger Score wegen ja kein FC. Ein Miss, 87 Eck. Deswegen, ja. Einmal gemisst und einmal geslider-breakt. Ich finde es auch schön, wie Low Budget Mosa halb so viel Combo hat, aber fast den gleichen Score hat wie Young TPLC. Es sind auch wirklich so wenig Misses in der Lobby. NRW hat auch nur einen einzigen Miss. Ja. Und Bavio 3 auch nur 4, oder? Wie viel hatte der dritte Spieler? Auch nur einen, oder? Kranke Lobby. Und am Ende haben sie die Map trotzdem mit fast 1 Million Punkte gewonnen. Naja, 4-2. Und der nächste Fick für Bavio 3 jetzt. Ist hinten noch offen? Ja, hinten 1. Okay, nee. Ist Nomad 6 oder Nomad 7 offen? Beide. Dann wird eins davon gepickt. Jetzt der Nomad 7 Pick. Oder die T4. Oh, die T4 oder Nomad 6 oder Nomad 7. Oder Nomad 4. Und dann haben wir eigentlich auch schon alle Maps hier. So war nicht ein guter Call. Nomad 4 ist, glaube ich, ein guter Call. Die T4, glaube ich, eher weniger. Irgendwas mit Nomad. Außer Nomad 1. Mal schauen, was es wird. 4, 5 oder 6 bei Nomad. 4, 6 oder 7, sorry. 4, 5 oder 6. Ich immer nach der Klassenarbeit. Ja. Magdeburg gleich mit ihren Toren. Oh. Sorry. Auf 3 ist wirklich. Ich glaube, wenn NRW 2 gegen NRW 2 spielen würde, würden die Matches so halb so lange dauern. Ja. Nummer 6. Ja. Piper, Fiber, World Spectrum. Down. Thank you.
Tea. Have some tea. Ich würde echt gerne wissen, welche Emojis Remy doch mal reinschickt. Oh, wieder immer 2 Minuten. Good luck, have fun. Wenn Bunche mitspielen würde. Jetzt. Und der erste Break von Bingo. Boah. Links werden noch die 3 FCs gehalten. Rechts Psycho und Remy auch noch holding strong. Oh, Psycho Chain Mist auf dem 5er. Combo Advantage ist jetzt bei Bavü 3 immer noch die FCs hier. Das ist gar ein bisschen wie auf Odo. Ja. Ein bisschen Backup ist verdacht für NRW 2, aber Bavü 3 hat halt die Kombos. Oh, Psycho Break. Boah. Ja, links müssen jetzt 2 FCs wegfallen. Einer. Oh, Yankee PC Break. Bingo Break, ja. Oh, Kraftsteuer Deck Break. Wenn jetzt ein Oberschutzloser auch noch breaken sollte, war's das. Accuracy ist aber besser für. Nee, actually ziemlich ausgeglichen. Okay, das also heißt, es ist gut für Bavü, weil die halt Lead haben. Remu gegen also es Mosa muss jetzt Low Budget Moser breaken, sonst ist es nicht mehr machbar. Und sobald Remu Break war es das eh. Also Advantage ist auf jeden Fall bei Bavü 3. Und Low Budget Moser muss jetzt auch Demise breaken tatsächlich. MTBLC und Draufsteuerwerk müssen jetzt gut recovern. In den Swing Part der Map. Oh, ich glaub's auch noch. Oh, Low Budget Moser breakt! Und Remu kann's jetzt zurückholen. Ja, actually. Ah, sehr unlucky. Der Lead schrumpft wirklich schnell. Ja, Bingo hat auch wieder eine Supporting-Kombo hier. Wird genug Zeit sein. Ja, wenn noch so ein Cut-Stream, da kommt noch ein Mist von Grafschein. Noch 2 Breaks hier. Genug Zeit. Das wird ganz definitiv schwierig jetzt. Ja, Full Combo Reset, das war's. Noch, ja. Ah, ist das... Ah, jetzt... Remu am Ende. EW komplett zusammen. Remu. In einer wunderbaren Combo. Oh, am Ende sind es 100.000 Punkte. Remu hat so gecarried am Ende. Oh ja. Der Rucksack war so schwer. Der Rucksack. 1,7 Millionen Punkte. Ja. Passt. Und damit gewinnt NRW2 und zieht ins Viertelfinale ein. Well played. Beide Teams haben sehr gut gespielt. GG. Ja, Bavü 3 hatte wirklich immer seine Momente. Seine Momente. Ja. Muss man so sagen, ja. Das war jetzt deren drittes Match, ne? Ja, ah, von beiden. Es ist ein 5-2, wie Young TPLC es predicted hat. Young TPLC hat gesagt, Bavü 3 müsste 5-2 mindestens gewinnen, damit die noch irgendwie eine Chance haben, aus der Gruppe zu kommen. Eigentlich war das schon, ja. Shoutouts an Yuyu Kufumo. GG.
Ja, wie schon gesagt, es gibt noch ein einziges Match in Gruppe B und das ist in der Niedersachsen 2 gegen Bayern da. Ja. Ja. Da NRW 2 schon gegen Niedersachsen 2 gewonnen hat, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Niedersachsen 2 noch aus der Gruppe rauskommt. Müsste ich mehr rechnen, aber wir müssen so 5-0 gegen Bayern gewinnen. Wie? Na gut, das war's mit dem heutigen Streamtag. Wir starten morgen um 14 Uhr mit Bayern 2 gegen Schleswig-Holstein. Haben wir jede Stunde ein Match, außer um 15 Uhr. Ne, 16 Uhr ist das, gegen UTC-Zeiten. Ja. Und wenn alles so bleibt, oder wenn bis 22 Uhr kein Reschedule mehr da ist, dann machen wir auch um 20 Uhr bis 20.30 Uhr die Auslosung fürs Viertelfinale. Mit dem Mappool Showcase. Also schaltet auch da gerne ein. Danke an Dion und David. Danke, dass ihr hier wart. Danke an Xardas für den Ref in der Spätschicht. Und ja. Wir sehen uns morgen Mittag. Tschüss.